Durch den Fortschritt der Technologie wird es immer einfacher, Medieninhalte zu generieren, die Situationen darstellen, die in Wirklichkeit nie stattgefunden haben. Besonders die rasante Entwicklung von KI-Tools beschleunigt diesen Prozess zusätzlich. Das birgt bereits ein ernsthaftes Problem im politischen Kontext, da auch Politiker durch sogenannte Deepfakes manipuliert werden können. Ist auch schon öfter passiert. Die Staatsoberhäupter von Wien, Berlin und Madrid telefonierten zum Beispiel mit einer Fake-Version des Kiewer Staatsoberhaupts, Witali Klitschko. Hierbei werden ihnen Worte in den Mund gelegt, die sie niemals gesagt haben, oder sie werden in Handlungen gezeigt, die sie niemals begangen haben. Wir zeigen Ihnen jetzt ein Video, das zwar aussieht, als würde Krone-TV-Moderatorin Tanja Pfaffeneder sprechen, doch beim zweiten Blick merkt man, dass dieses Video gefälscht ist. Ein Linzer hat den 10 Millionen Euro Jackpot geknackt. Zuvor war er während der Pandemie arbeitslos, doch nun muss er sich für den Rest seines Lebens keine Sorgen mehr um sein Geld machen. Alles begann damit, dass ich zufällig eine Online-Casino-Werbung auf Instagram entdeckte und mein Glück dort versuchen wollte. Zuerst dachte ich, es war ein Betrug, aber dann begann ich zu gewinnen und sogar bis zu 1000 Euro pro Tag abzuheben. Es war unglaublich. Nach ein paar Tagen Spielzeit knackte ich schließlich den Jackpot von 10 Millionen Euro. Mein Leben änderte sich für immer. Einen Teil des Gewinns gab ich aus, um mir mein Traumauto und eine zweistöckige Wohnung im Zentrum von Wien zu kaufen. Tausende Österreicherinnen und Österreicher nutzen bereits die App und haben gewonnen. Ich freue mich, meine Geschichte mit unseren Zuschauern zu teilen und sie mit der Möglichkeit zu erfreuen, ihr Glück mit dieser App zu versuchen. Herunterladen und gewinnen. Bei dem angeblichen Linzer, der in diesem Fake-Beitrag beschrieben wird, handelt es sich um den deutschen Lottogewinner Kürsat Yildirim alias Chico. Fast 10 Millionen Euro soll er insgesamt im Lotto gewonnen haben. Doch in diesem falschen Video wird im Stile der Krone-News behauptet, der Mann hätte seinen Gewinn einer Handy-App zu verdanken. Die Technologie zur Erstellung von Deepfakes wird sich ständig weiterentwickeln und es kann also schwierig sein, jeden Deepfake zu erkennen.